Hallo, meine lieben Buben und Mädchen. Heute erzähle ich euch das Märchen von der jungen Maid und den Hunden. Es war nicht vor allzu langer Zeit, da lebte eine junge Maid. Sie lebte in einem Land nicht weit von uns. Sie kam zuvor aus einem Land weit aus dem Osten. Ein fernes Land. Doch diese Maid liebte Tiere und vor allem Hunde. Diese Hunde folgten der jungen Maid auf Schritt und Tritt und machten alles, was sie wollte. Es war wie ein Zauber. Dann trafen sie auf Leute, die einen großen, mächtigen, gefährlichen Hund hatten. Dieser Hund zog an der Leine. Die Leute konnten ihn kaum halten. Sobald jemand kam, wurde der Hund wild und böse. Die Leute waren liebe Leute, es waren gute Leute. Sie wollten dem Hund helfen, aber der Hund war schwierig. Doch zum Glück an jenem Tag trafen sie die junge Maid. Diese hatte auch einen Hund, doch dieser folgte. Die junge Maid und die Leute unterhielten sich. Und die guten Leute waren glücklich, die junge Maid getroffen zu haben. Sie gab ihnen hilfreiche Vorschläge, was sie machen könnten, nahm den Hund, den großen, gefährlichen, und zeigte den Leuten, wie es geht. Die Leute waren fasziniert. Sie glaubten ihren Augen nicht zu trauen. Ihr großer, böser Hund lief neben der jungen Maid her. Die Leine hing durch. Der Hund folgte. Es war wie ein Zauber. Die junge Maid bot den Leuten noch mehr an zu helfen. Doch plötzlich kam noch ein Hund. Die Leute bangten um die junge Maid, denn sie hatte ihren großen, gefährlichen Hund noch an der Leine. Doch die Maid schnippte nur mit den Fingern und der fremde Hund näherte sich nicht weiter. Alles blieb ruhig. Die Leute beschlossen, dass sie der Maid vertrauen können und gaben ihr auf ihren Vorschlag hin ihren Hund mit. Die junge Maid fuhr einen Eselkarren. Er war alt. Darin waren noch mehrere Hunde. Sie sagte, sie hätte noch andere Leute, denen sie hilft. Die Leute waren also einverstanden. Top, der Handel gilt. Zuerst wollte die Maid kein Geld dafür haben. Die Leute sagten, nein, das gehe nicht. Der große Hund frisst ja auch sehr, sehr viel. Er hat viel Hunger. Also gaben sie der Maid 500 Taler. In der heutigen Zeit würden wir Euro sagen, aber damals gab es das noch nicht. Die Maid nahm den Hund mit für 2 Wochen. Immer wieder meldete sie sich und schrieb eine Nachricht. Dem Hund gehe es gut und er lerne täglich dazu. Nach 2 Wochen trafen sich die guten Leute und die Maid in einer Schenke. Die Maid zeigte das Ergebnis und die Leute waren begeistert. Sie klatschten vor Freude in die Hände, denn sie liebten ihren Hund sehr. Aber die Maid schlug vor, sie nehme den Hund noch mit in eine große Stadt, damit der Hund alles noch besser lernen kann. Die Leute zweifelten, sie wollten sich nicht gerne von ihrem treuen Tier trennen, aber sie vertrauten der Maid und willigten ein. Schließlich nahm die Maid den Hund mit. Die junge Frau
wollte aber plötzlich 5000 Taler haben. Die Leute waren schockiert, denn das war sehr, sehr viel Geld zu jener Zeit. Doch die Maid war schließlich damit einverstanden, sich mit den 500 Talern zu begnügen. Sie nahm das Tier mit, um in einer großen Stadt zu trainieren. Aber leider hörten die Leute dann nichts mehr von ihr. Sie bekamen keine Information mehr, wie es ihrem großen Schatz geht, obwohl sie immer wieder eine Nachricht an die Maid schrieben. Das Mädchen antwortete einfach nicht mehr. Die Leute machten sich große Sorgen um ihren großen Hund. Lieber einen Hund, der Probleme macht, aber den sie liebten und der bei ihnen war, an einem schönen Ort, wo es ihm gut geht, als mit einer fremden Maid in fremdem Land. Sie beschlossen, zu dem Gendarm zu gehen. Die Schutzleute sagten: Ja, das wissen wir. Von dieser Maid haben wir schon gehört. Und die Leute bangten um das Leben und darum, ihren Hund wiederzukriegen. Die Schutzleute sagten, sie werden ihr Möglichstes tun, um ihr den Hund zurückzubringen. Die Leute bangten eine lange Zeit um ihr geliebtes Tier. Über 14 Tage war das Tier verschwunden. Doch plötzlich kam eine Nachricht von den Schutzleuten. Die Gendarmerie sollte ihr nächstes Ziel sein. Sie sollten dorthin kommen, denn die junge Frau ward gefunden und kam mit dem Hund tatsächlich dorthin. Dadurch dachten sich die Leute, wenn wir unseren Hund haben, müssen wir nicht mehr anzeigen, dass unser geliebtes Tier gestohlen ist. Sie gingen zur Polizeiwache. Und tatsächlich, sie konnten ihren geliebten Hund wieder in die Arme schließen. Man wusste nicht, wer sich mehr freute. Der große Hund oder die guten Leute. Sie hatten Tränen in den Augen, aber diesmal waren es Freudentränen, dass sie ihr Tier wieder hatten. Die Polizei sagte ihnen: Nehmt euer Tier und geht schnell nach Hause. Wir werden dafür sorgen, dass die Maid euch nicht verfolgt, denn wir haben keine gute Erfahrung mit ihr gemacht. Es ist besser, sie weiß nicht, wo Haus und Hof von euch stehen. Und die Leute verließen dann schnell den Ort, die Gendarmerie. Sie gingen nach Hause und waren glücklich. Und auch dieses Märchen endet, wie alle Märchen enden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden in Haus und Hof mit ihrem geliebten großen Hund. Doch, liebe Buben und Mädchen, dieses Märchen hat noch einen zweiten Schluss. Und wenn sie nicht gestorben ist, so treibt die Maid noch heute ihr Unwesen. Nimmt Hunde mit, verlangt dafür sehr viele Taler. Vielleicht stiehlt sie Hunde so wie den großen Hund. Aber dies ist nur ein Märchen. Ein Märchen, das so zeitlos ist wie alle Märchen. Und nun, liebe Buben und Mädchen, ist das Märchen zu Ende. Vielleicht wird es bald ein neues Märchen geben. Märchen aus der zeitlosen Märchenwelt.